Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute habe ich etwas für euch, das habe ich gestern per Instagram von jemandem geschickt bekommen. Erstmal im Hintergrund seht ihr, zeige ich euch das heute? Nein, bei 60 Likes auf dem Video seht ihr morgen die 50er Gunstreak, die ich gestern gerissen habe, mit der Corded. Stellung, absolut krasses Gameplay, ich glaube mein bestes seit Wochen. Das neue Setup macht sich jetzt schon bezahlt, es macht viel mehr Spaß. Ich kann euch nur empfehlen, ich habe mir einen Gaming-Stuhl geholt, ich habe mir einen neuen Monitor geholt. Ich bin mit meinem ganzen Kram in ein anderes Zimmer gewechselt, damit ich hier mehr Platz habe und mehr entspannt bin. Es ist alles noch nicht so hundertprozentig aufgeräumt, das kommt aber demnächst noch. Da kommen noch ein paar LEDs und fühle mich, glaube ich, auch relativ wohl. Auf jeden Fall, das seht ihr dann wahrscheinlich morgen. Ich werde jetzt gerade, wenn ihr seht, livestreamen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, eure Turnierspiele zu machen, könnt ihr auch gerne reinkommen. Wir machen die heute ganz entspannt. Aber ich habe etwas gefunden, beziehungsweise einer von meinen Abonnenten, der hat mir es gestern auf Instagram geschickt. Auf jeden Fall, dicke Grüße gehen an dich raus. Der hat mir... Ich erkläre euch, wie es dazu kam. Der war ein bisschen bei Black Ops 4 dabei und hat ein bisschen gezockt, war dann im Klassensetup und wollte sich im Menü eine Klasse machen. Und hat, ich muss noch ein bisschen mehr ausholen, er hat dabei etwas gefunden. Wenn Patches reinkommen für Black Ops, also für COD generell oder auch für andere Spiele, gibt es ja immer einen Quellcode. Dieser Quellcode beinhaltet all die Änderungen und Changes und Implementationen, die in diesen Updates mit reinkommen. Die Leute auf dem PC haben irgendwie eine einfache Möglichkeit, da immer reinzuschauen. Die sind ja alle etwas, ich sag mal, das ist einfacher, da mal irgendwie was rauszufinden als auf der PlayStation. Und deswegen finden die auch manchmal schon Maps, die vielleicht noch gar nicht geleakt sind oder, und können einem erzählen, dass demnächst die und die Map kommt. So zum Beispiel ja vor einer Woche oder anderthalb, als die Seaside Map und die Firing Range bei Nacht Map kamen und ich das vorher schon gefunden habe, weil es jemand gesehen hatte, der es in den Quellcode gefunden hat. Und jetzt hat das jemand durch Zufall in einem Fehler im Menü gefunden. Und zwar die Man of War. Ich blende sie euch hier einmal ein. Die Man of War wurde gefunden von ihm im Klassensetup-Menü. Er konnte die Man of War an sich aus Black Ops 3 nicht auswählen. Sie wurde aber mit Bild angezeigt, wie sie halt angezeigt wird, als wenn man sie als ganz normale Waffe auswählen könnte. Das ist sowas von krass, Leute. Denn David von der Haar hat, und es gibt ein, zwei Gründe, die erzähle ich heute, weshalb ich durchaus davon ausgehe, dass das jetzt nicht rein zufällig ist, sondern definitiv eine Waffe, die demnächst hier reinkommt. David von der Haar hat ja gesagt, laut der Umfrage, die da gemacht wurde, welche Waffen man sich wünscht, dass man sich definitiv alle Black Ops 1, 2 und 3 Waffen anguckt, die bisher irgendwann da waren. Und man will schauen, sagte er, ob man die feiert, ob die geil sind, was die Community davon sagt. Denn natürlich will Activision weiterhin Kohle machen. Und am einfachsten Kohle macht man in COD, indem man Waffen verkauft. Waffen, die die Leute unbedingt haben wollen. Ganz ehrlich, überlegt jetzt mal eine Sekunde. Würde jetzt die XMC im Black Ops 4 rauskommen für 15 Euro und sie ist auch nur halbwegs so gut, wie sie im Black Ops 3 war. Jeder Dritte, das schwöre ich euch, vielleicht sogar jeder Zweite, würde sich die Waffe kaufen. Einfach aus dem Grund, dass es Nostalgie ist, dass man sie haben will, dass sie stark ist und. Und dasselbe wäre bei der Manowar. Die Manowar war bei der deutschen Community, glaube ich, die Go-To-Waffe schlechthin in Black Ops 3, bei mir selber auch. Sie hat absolut Spaß gemacht, es war absolut mega damit zu spielen, es war feierlich, alles mögliche. Und wenn sie die jetzt auch mit reinbringen würden, ich schwöre es euch, es würde so Kasse klingeln bei den Jungs. Es würde so heftig Kasse klingeln. Deswegen kann ich durchaus davon ausgehen, dass diese Waffe schon in den Patch Notes irgendwo mit drin ist oder in den Game-Dateien und einfach nur der feste Moment gewartet wird, wo die Waffe released wird. Denn David von der Haar hat, das blende ich euch am Ende des Videos nochmal ein Statement zum Hater gegeben. In diesem Statement wurde er von einem Interviewpartner gefragt, ob der Plan ist, den Hater und den Orbi reinzubringen. Darauf hat er relativ klar und deutlich geantwortet, mit einer Schiene von Ironie und Sarkasmus, aber er hat nichts dazu gesagt, dass nicht neue Waffen noch kommen, die wir aus alten Teilen kennen. Denn das ist etwas, was er am Anfang von Black Ops 4 in der Beta schon released hat. Natürlich wollen sie Geld verdienen, natürlich wollen sie Content bringen. Der Schwarzmarkt, der neue zum Beispiel, oder der Battle Pass eher,
ist auch wirklich gut, muss man sagen. Da sind sehr geile Skins bei. Die Daemon als Waffe ist geil, man muss nicht dafür zahlen. Da kann man die Jungs auch diesmal einfach nur loben, um ganz ehrlich zu sein. Damit hätten sie auch deutlich mehr Kohle verdienen können, sie haben es aber diesmal nicht gemacht. Es gibt einen Reiniger-Skin bei 65, der sieht absolut baba aus. Die Daemon ist als Waffe halt geil, man muss nicht dafür zahlen. Genauso gut oder interessant ist eben das neue Sturmgewehr, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Beste ist. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Sachen, die Treyarch und Activision aktuell gut machen. Und eine Manowar drinne wäre natürlich das absolute i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Und dieser Spielfehler, ich weiß leider nicht, wie man den replizieren kann. Ihr könnt das gerne mal probieren. Also ich habe das auch bei Instagram nur bekommen. Ich habe es gestern einfach mal eine halbe Stunde versucht. Ich habe es leider nicht geschafft. Aber wenn wir jetzt überlegen, dass diese Waffen rauskommen könnten, was sind so die beliebtesten Waffen? Wir haben ja vor kurzem die Umfrage bei uns in der Com gehabt. Die Ballista ist eine der beliebtesten gewesen. Die war auf Platz 3, Leute. Auf Platz 3 war die Ballista. Das heißt, ihr seid alle riesen Fans davon. Die Manowar war auf Platz 4. Die XMC, die war auf Platz 2. Auf Platz 5 war zum Beispiel, das hat mich ein bisschen gewundert, um ganz ehrlich zu sein, die Kommando. Ich habe immer gedacht, die wäre ganz vorne. Und auf Platz 1 war die originale Skaha mit Schalldämpfer und Schaft, wurde geschrieben. Die haben wir mehr oder weniger hier mit der Rampart. Das Problem ist, dass die keinen Schaft hat und nicht wirklich die Skaha ist. Auch wenn sie nach dem letzten Update deutlich, wirklich deutlich, deutlich besser geworden ist. Und wenn wir jetzt überlegen, was hier demnächst kommt, David von der Haar hat ja weiterhin gesagt, er weiß jetzt schon, was die nächsten Wochen und Monaten alles in diesem Spiel kommen wird und alles, was sie noch mit reinpatchen werden. Da kommt noch eine Menge. Also ich glaube, es wird wirklich das Versprechen eingehalten, dass Black Ops 4 das Game wird, was die mit Abstand am meisten Content hat. Die besten Updates, die meisten Updates. Ob die immer gut oder schlecht sind, lassen wir mal dahingestellt. Viele von euch haben ja gesagt, dass der Zero-Spezialist zum Beispiel absolut scheiße ist. Ich persönlich feiere den und jetzt aktuell seht ihr auch schon relativ gut, dass der nicht so oft gespielt wird. Natürlich ist es manchmal nervig, wenn euch da irgendwas weggenommen wird, wenn euch ein Kampfheli zerstört oder geklaut wird, nur weil jemand am Spiel teilnimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, es ist Teil des Games aktuell. Aktuell sind die Spezialisten Teil des Spiels. Es geht nicht anders, wir können sie nicht einfach rausnehmen, außer wir spielen privat oder gucken uns die COD-Champs an. Oh mein Gott, der Turn-On, oh mein Gott. Deswegen muss man ganz klar überlegen, ob man jetzt, ich sag mal, weiter auf die Barrikaden geht oder einfach nutzt, was man hat. Und eben solche neuen Spezialisten, auch wenn die am Anfang vielleicht nervig sind, das war bei WW2 auch, da sind am Anfang, da gab es diese neuen Divisionen. Das eine war mit dem Schild und das andere war mit dem Spezialisten. Das wurde auch durchgängig gespielt die erste Woche und danach hat sich das wieder abgeflaut. Ihr müsst immer bedenken, das was neu ist, wird von allen genutzt, gezockt, gespammt und danach ist es wieder weg. Das heißt, da kann man ganz entspannt sein, da würde ich jetzt auch keine großen Kopfschmerzen bei haben, kein gar nichts. Einfach entspannt sehen, einfach darauf freuen und gucken, was da noch kommt. Und wenn die Manowar kommt, dann kann ich euch jetzt schon sagen, und sie Geld kosten wird, wovon ich ausgehe, dann kaufe ich sie mir auch eiskalt. Aber dieser Spielfehler wird nicht durch Zufall entstanden sein, da wird nicht durch Zufall eine Manowar in den Spieldaten sein oder sonstiges. Das ist völliger Unsinn. Genauso müssen wir bedenken, es wurde ja schon in Blackout ein neuer Spezialist reingebracht. Blackout kommen sowieso einige Änderungen. Man hat schon das Gefühl, dass Blackout, ich sag mal, der Modus ist, den sich David von der Haar am ehesten widmet, auch wenn der Multiplayer nicht komplett vernachlässigt wird. Und da haben wir ja schon die Sense mit drin, den Reaper aus Black Ops 3. Jetzt kann mir natürlich keiner erzählen, dass wir, wenn wir im Blackout den Reaper haben, wir den nicht auch gleichzeitig in Black Ops 4 im Multiplayer bekommen. Das heißt, wir haben den nächsten Spezialisten sozusagen schon in der Warteschlange. Ich vermute mal, nach dem Winter-Event könnte das soweit sein, dass wir ihn dann da auch bekommen. Das heißt, wir haben wieder einen Spezialisten mehr und auch wieder ein bisschen mehr Vielfalt. Weil Vielfalt ist das, was dieses Game, ich sag mal, so interessant und gut macht. Und wenn wir damit durch sind, wenn wir dann dieses Winter-Event jetzt durch haben, dann haben wir als allernächstes die ganzen Weihnachts- und Winter-Noobs wieder. Denn zu Weihnachten, ihr kennt das traditionell,
findet ihr die ganzen Level 1er, die das Spiel entweder sich jetzt gerade kaufen oder von Mama Papa gekauft haben. Das heißt, da kann man wieder ein paar Wochen wirklich Spaß haben und sich wirklich was gönnen. Das ist immer eine sehr, sehr geile Zeit. Und nach dem Winter-Event traditionell kriegen wir wieder fette Updates, wo man wieder Fettkohle ausgeben kann, denn Activision ist ja auch nicht so blöd, was das angeht. Die wissen natürlich, wann die meisten Leute irgendwie da sind, nämlich wenn sie sich gerade neu gekauft haben. Und dann sehen die neue Sachen, die wollen neue Sachen haben, die wollen neue Waffen haben, die wollen dieses Spiel kennenlernen und geben gerne gerade nach Weihnachten noch ein bisschen mehr dafür aus. Das heißt, was Content angeht, haben wir mehr als nur genug, was irgendwie in der Warteschlange ist. Deswegen meine Frage an euch, findet ihr denn, dass nur nicht von der Qualität der Updates, sondern von der Menge der Updates und Sachen, die jetzt schon neu reingebracht sind, das am meisten bisher von allen COD-Teilen ist? Oder habt ihr das Gefühl, dass bei anderen CODs im Prinzip genauso viel gemacht wurde, während das Game released war und es uns jetzt einfach nur besser verkauft wird? Das wäre mal eine Frage, die mich interessiert, weil ich persönlich, das ist immer sehr subjektiv, habe schon das Gefühl, dass wir wirklich sehr, sehr viel Stuff bekommen. Wir bekommen sehr viel Waffenvarianten, wir bekommen sehr viel Camos, wir bekommen sehr viel Waffen, wir haben schon 2 neue Maps dazu bekommen, wir haben in der Beta neue Maps noch dazu bekommen, wir haben neuen Spezialisten dazu bekommen, der Blackout-Modus, den habe ich jetzt heute gar nicht groß erwähnt, da kommt ja auch mehr als genug. Da haben sie jetzt einige Orte zu Winterorten geändert. Bei Blackout haben sie dieses neue Soundsystem eingeführt, was die Schritte besser hören lässt. Sie haben eingeführt, dass man seine Rüstung wieder erneuern kann. Also wenn man sich alles zusammen anguckt, Leute, dann haben wir, glaube ich, das ist meine ehrliche Meinung, wirklich so unglaublich viel mittlerweile, dass man sich definitiv nicht darüber beschweren kann. Ist nur meine Meinung, mich würde eure interessieren, schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr euch auf die Manowar freut, lasst gerne ein Like da. Und sonst bin ich raus für heute. Wir sehen uns im Stream. Wenn ihr Lust habt mitzuzocken, kommt gerne rein. Es ist open für jeden. Also, ich bin raus, euer Scheppi. Bye.